Ja, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Let's Play Madden 18 auf der PlayStation 4. Mein Name ist Dieter, nein natürlich Patrick, und ich begrüße euch herzlich willkommen noch einmal. Boah, ich bin heute richtig gut drauf, weil ich habe heute frei. Das ist ein Mittwoch, Bergfest quasi. Und nein, ich komme nicht aus Sachsen oder irgendwo so, wie heute Buß- und B-Tag ist, sondern ich bin ein Berliner und habe heute einfach mal frei. Und deswegen spiele ich heute eine Runde mit euch weiter, unserem Career Mode mit Jared Goff und den Los Angeles Rams. Heute Division Gegner, die Seahawks. Wird ein richtig schweres Spiel garantiert. Die Defense allgemein bekannt, Legend of Boom, die sind auch alle fit. Nicht so wie in echt, wo ja quasi die ganze Legend of Boom auseinandergezogen wurde. Und ich will gar nicht lang fackeln, ich habe richtig Bock zu zocken. Gehen wir direkt rein in die Partie, stehen beide 3-1. Jared Goff gegen Russell Wilson. Wow, was für ein Duell. Und ja, lass uns reingehen. Oh, auf geht's! Erster Drive der Seahawks, direkt mal durchgehauen. Touchdown und das Field Goal getroffen, oder das PAT getroffen. Wir starten wie immer mit einem Passplay, da bleibe ich immer noch dabei. Und ich weiß auch schon wieder, wo das hingeht. Da ist ein Flag. Die kam ziemlich spät. Deswegen will ich nicht auf Holding tippen. Was? Ey, Mann, es geht schon wieder super los. 10 Yards Penalty und schon. Erst um 20 ist doch super. So startet man auch richtig gerne. Natürlich besser wie mit einer Interception hier in unserer vorletzten Folge, glaube ich. Jetzt gehen wir mal raus. Da muss er eigentlich kommen und da kommt er. Und das ist schon fast das First Down, 19 Yards. Ah, Play Action, es klappt einfach. Das klappt einfach. Super, ein Yard noch. Versuchen wir natürlich das Laufspiel. Schicken wir ihn mal darüber. Ist er durch? Gut, gut. Und ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Er washed hierfür, keine Ahnung, 60 Yards Touchdown. Jawohl. Was habe ich ihn kritisiert letzte Woche, den Typen, und jetzt rennt er da einfach durch. Bricht einfach einen Tackle und läuft und läuft. Ja, und da sieht man, Chancellor bricht schon ab. Geil da. Earl Thomas kriegt ihn nicht gegriffen und das wäre hier von Earl Thomas, den Safety überhaupt. Jawohl. Das ging schon mal gut los. Kommt direkt wieder den Ball. An der 40, gar keine so schlechte Position. Mal sehen, ob er ein paar Yards machen können. Er muss doch jetzt total motiviert sein, der Typ. 4 Yards, immerhin. Wir sehen immer wieder mal unsere Verletzungen, sich immer sehr gerne. Gurley noch 3 Wochen raus. 2. und 6. Mittens Land. Morgen übrigens Thanksgiving in Amerika. Das heißt 2 Games am Donnerstag. Und zwar auch ein schon um 18.30 Uhr. Richtig, oh, jetzt weiß ich nicht wohin. Er fummelt. Oh, er war aber geworfen, genau.
Da wusste ich mir nicht wohin. Dritter und sechs. Gut verteidigt einfach auch. Ah, Mist, ey. Ja, ich glaube, die Cowboys werden gezeigt um 18:30 Uhr. Mich alles täuscht. Oh, da außen. Oh, niemals fängt er den. Ich habe kurz überlegt. Hol ihn dir, hol ihn dir, hol. Komm, 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 komm. Ich habe kurz überlegt, ob ich nicht doch lieber den Lobpass spiele. Und es wäre tausendmal besser gewesen. Nein, ey. Und das haben sie natürlich. 16 Yards mit mindestens 3 Punkte. Nein, es wird natürlich ein Touchdown. Mann! Der wäre auch durch gewesen. Also, damit war schon wieder so verlockend, den Wurf da zu setzen. Mann, 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 Mann. Oh, was war das schon? Oh Gott, was ist jetzt los? Ist, erstmal hier konzentrieren. 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 Oh Gott. Schon wieder Risiko. Mann, ist. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich versuche es jetzt mal mit einem Splitscreen. Mal schauen, der blockt den, der blockt den. Eigentlich jetzt nicht unbedingt, sieht das nicht so gut aus. Versuch einfach mal was anderes. Oh Gott! Es gibt's einfach nicht. Und er liegt da und liegt und er rennt in die Endzone. Es gibt's einfach nicht. Nein, also. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was da los ist. Bitte. Das kann doch nicht sein, ey. Eine dumme Entscheidung einfach nur. Oh, was ist das denn? Was da? Er fängt ihn auch noch? Das gibt's nicht. Ich wollte ihn nur halten, weil er hängen geblieben ist. Everett. Habe ich natürlich zu früh gedrückt und der wird auch noch, der fliegt in ihm auch noch in die, er ist unfassbar, er fliegt ihn in die Hände. Und jetzt können wir eigentlich das Spiel ja schon komplett abhaken. Drei Interceptions in gefühlt 10 Sekunden geschmissen. Jetzt gehe ich ja auch, muss noch auf Würfel, ist mir jetzt hier egal. Fängt er natürlich nicht jetzt. Injury Timeout wäre es noch der Höhepunkt, wenn jetzt noch irgendein Receiver von meinen da sich verletzen würde. Oh, das gibt es einfach nicht. Das Spiel so einfach hergeschenkt. Kotzt mich richtig an. Richtig an. Er hält den Ball wenigstens fest, gibt aber eine Flag. Darf ich von da nicht mehr passen oder was? Illegal Forward Pass. Oh, so hat wie's ich doch nicht. Also ihr kennt mich leider nicht aus. Da ich nicht, also ich wusste nicht, dass ich das jetzt nicht darf. Ganz ehrlich. Bin leider nicht. Oh, muss ich mich leider sacken lassen. Gut. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses Spiel noch irgendwie retten soll. Ich habe keine Ahnung. Bekomme noch mal den Ball. Versuche jetzt hier irgendwie mit ein paar Play-Action-Pässen den Ball noch wegzubekommen. Watkins da durch. Wir müssen raus aus der Endzone. 2 von 9, 3 Interceptions. Wenn ich jetzt noch einen Touchdown mache, dann habe ich noch so minimal Hoffnung, dass da noch was geht. Aber ansonsten noch nicht. Everett da wieder auf der bekannten Route. Ich glaube, das war der Spielzug. Jetzt ist er aber. Er fängt ihn, das gibt's nicht. Habt ihr gesehen, wie hoch er. So hoch kann er nicht springen. Sorry. So hoch kann er nicht springen. Der ist ja. Der kann doch gar nicht. Der hat ihn mal ja nicht kommen sehen. Also, sorry, das ist total overrated. Also, den kann er nicht fangen. Es tut mir einfach leid. Der war gut auf die äußere Schulter und, ne, also, sorry.
Da hat schon wieder keinen Bock mehr. Das war jetzt kein schlechter Pass und er fängt den total unrealistisch da oben. Pflückt er den aus dem achten Stock oder was? Also, ne. Das kann's kneten. Was macht er denn? Wie rutscht man denn bitte? Ich hab doch letztens geguckt. Bei Steuerung, wie man divet. Viereck ist doch ein Dive. Was macht er denn für ein Dive? Bitte. Er soll diven, aufs Knie gehen. Und nicht, ich weiß ja nicht, was er da macht. Was ist denn das? Ball Carrier, ein Dive. Was macht er denn? Er springt da in den Gegner rein. Kann er nicht diven oder was? Muss ich ihm das noch beibringen? Was ist denn das für eine Pisse? Ey. Er springt darin, so in einer Endzone will, er soll auf Knie gehen, verdammte Kacke. Nee. Boah. So, jetzt, warum aber jetzt aufs Knie geht? Schon wieder. Er wollte schon wieder springen, so als Diven-Typ, Alter. Ich muss da erstmal gucken, ob ich ihm das beibringen muss, oder was, ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass ich ihm mit Diven beibringen muss, also sorry, ey. Noch alle machen. Hier schon da noch Interception wirft. 1:33, noch No Huddle. Ich mach jetzt mal No Huddle Offense, mach jetzt nochmal ein Split Screen. Hat einen Blocker noch. Schafft er halt. Jawohl, zweiter Touchdown von ihm. Mit einem Splitscreen. Puh, der Typ. Man muss es irgendwie auf der Positive sehen, weil ich. Es rennen Maschinen nochmal durch. Es Maschinen nochmal. Ich hatte noch gerade so ein bisschen Hoffnung und die Maschine einfach nochmal durch. Unfassbar, ey. Jetzt hier 3-4 Scores weg, also. Das wird nichts mehr. Außer man heißt Tom Brady und ist im Super Bowl. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Boah, das kotzt mich immer noch so übertrieben an. Okay, wir schicken mal Watkins auf eine Streak vielleicht. Was? Ich hoffe, er jetzt auf die Streak, wie ich ihn gesagt habe. Boah, ach, ich komme nicht weg. Die decken so unfassbar gut. Diese Defense ist einfach unfassbar. Du bekommst keine Chance auf einen Pass oder irgendwie. Gar keine Chance. Null. Watkins frei auf das Land wenigstens. 4 Interceptions. Es ist einfach. Ich versuche es mal wieder im Bootleg. Schauen mal. Austin ist da. Schick mal Austin. Schicken Austin auf eine Inbau. Weil noch Lucy Born. Oh Gott, ey. Es gibt's einfach nicht. Am liebsten würde ich das Spiel nochmal hier so Reset zu machen und euch nochmal rausnehmen, aber das geht leider nicht. Man kann das Spiel nicht wiederholen, aber so gut so. Mann, es gibt's einfach nicht. Ey, könnt. Oh, 5 Interceptions, also. Ich verstehe nicht, warum ich auf einmal da so eine Probleme hab. Wir schicken jetzt mal Watkins auch noch auf eine Streak. Gucken wir mal, was da tief geht. Ja, ne, geht nicht. Ah, er wirft nur nicht weg dann, ne? Also er lässt sich denn noch sacken, anstatt den Ball wegzuschmeißen. Keine Chance. Keine Chance. Null. So, weg immer ein Lob rein. Und er fängt ihn schon wieder. Es ist nicht normal. Die fangen Bälle. Der ist ein Receiver.
Das ist ein Receiver, Alter. Es gibt's einfach nicht. 6 Interceptions. Kann ich wohl hochladen als mit dem Titel schlechtester Madden-Player aller Zeiten. Also hat es mir auch noch ehrlich noch nie passiert. Der fängt den da natürlich nicht. Ist ja klar, oder? Feiern müssen, aber ich glaube, er hat ihn nicht gefangen. Natürlich nicht. Also ich drücke ja Dive und er will einfach immer springen. Verstehe ich einfach nicht. Warum divet er denn nicht? Die schlechteste Man-Feuer. Ich habe ja keinen Bock zu schneiden. Da muss ich mir jetzt die Personen angucken. Das haben wir eigentlich genau den richtigen Spiel. Oh, ey, was macht denn mein Guard da? Mein White Guard, der kommt da durch. Ich weiß, was ist denn mit der O-Line los, Alter? Ich kann mich noch an letzte Woche an den Spielzug erinnern, da hatte ich Zeit ohne Ende und letzte, die brechen da durch. Ey, meine O-Line zerfällt jetzt auch noch. Ich weiß nicht, ob die keinen Bock mehr auf mich haben oder was. Da brauchst du überhaupt gar nicht versuchen irgendwas. Hier, schmeißt das Ding raus und ja, rennt gleich ins Aus, sicherheitshalber. Gab schon wieder einen fetten Hit. Also ich sag ja, One Game, jetzt lass uns lieber laufen. Ich hab hier jetzt Angst, da die hier irgendwie noch massive Probleme bekommen werde. Zeit natürlich jetzt um. Die schlimmste Folge aller Zeiten. Bin so froh, wenn diese Folge vorbei ist. Mann, ey. Das ärgert mich so. Boah. 6 und 1. Losing, babe. Und das Fumble. Natürlich mein Receiver auch noch den Ball dazu. Ah. Vielleicht haben wir Glück und er war schon auf dem Boden. Das Knie ist doch schon unten. Knie ist unten, er hat ihn in der Hand, ist eindeutig Ball für mich und ein Complete Pass. Eindeutig Complete Pass. Yes. Können wir uns kurz drüber freuen. Gucken wir mal, was die Safeties machen. Müssen wir den nehmen. Weil ich komme noch auf einer 5, auf eine 50er Completion irgendwie. Das versuchen wir mal wieder, wenn Splitscreen hat vorhin super geklappt. Kommt, haben die sich nicht gemerkt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Die Safety stellt sich da nochmal tief. Wir müssen beeilen. Wenigstens im First Down. Oh, da wird er weggetackelt. Und er fummelt den Ball. Es ist nicht sein Ernst. Aber ein Safety immerhin noch 2 Punkte. Oh Mann. Das wäre ein Touchdown-Pass gewesen. Das ist jetzt schlimm. No fumbles. Was soll ich dazu sagen? Ich kann das ja nicht entscheiden. Ich kann ihn nur einigermaßen guten Gewissen. Ohne Flag. Ich hab das Gefühl, es ist ein Holding. Und zwar ein Holding von uns. Oh. Okay, dann kriegen wir den Ball an der 51. Ist auch nicht, schlecht. Vielleicht können wir nochmal scoren. Mal kicken.
Macht ein paar Yards. Das Spiel ist so unangenehm mit seinem Rushing Touchdown und dann schenkt es so easy. Ärgert mich einfach super übertrieben voll gerade. Also. 2 und 5. Und dann so ein schlechter Pass leider. Die Route super gelaufen da außen. Aber gut, der hat jetzt die Hosen voll wahrscheinlich und hofft immer nur, dass er hier so schnell wie möglich nach Hause kann. Muss der Ball. Nicht da. Jetzt kann man noch einen vierten versuchen, oder? Ich meine, es gibt doch. Ach, schade, wir haben einen Scheiß-Koto. Gut, das Spiel ist vorbei. Endlich. Ich will es auch gar nicht noch lange rumlamentieren oder mir das danach anschauen. Es tut weh. Auch noch dieses wichtige Spiel, wir haben es so oft gesagt, wie wichtig. Er wirft 6 Interception. 6 Interception. Ach, fällt mir gerade auch der Anschmeißer so ein. Er hat uns 3-mal gezackt. Kann man eigentlich auch Minus XP machen? Ich weiß es nicht. Würde mich jetzt nicht wundern. 200 Yards immer noch angebracht, aber ich meine, die haben ja bestimmt. Der musste ja nicht viel schmeißen, weil ich ja immer die Deceptions gebrochen habe. Musste er ja nicht viel schmeißen. Ja, wir haben 350 Yards im Spiel gemacht. Nun, was mich jetzt interessiert, ist das mit dem Diven. Wir gehen eine Woche vor, gegen die Jaguars wieder zu Hause. Warum er nicht dive? Ich verstehe es nicht. Ja, er hatte so dieses Wegwerfen, hat er als Switch-T-Fähigkeit, aber ich habe die Gefühl, er macht es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht, warum diven die denn nicht? Warum divet er nicht? Das verstehe ich halt denn echt noch nicht. Ja, mit 250 MP könnten wir ein bisschen Carrying oder sowas machen, aber lassen wir mal. Warum divet er nicht? Das ist eine gute Frage. Hat doch direkt wieder noch einen Overall verloren. Wahrscheinlich ein bisschen abgebaut. Nicht verwunderlich. Aber gut, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt müssen wir halt die nächsten Spiele liefern und gewinnen. Gegen die Jacksonville Jaguars. Die haben es ja 0 und 5. Dann müssen wir einfach gewinnen. Auch wenn es auswärts ist, wird schwer. Ich denke mal, ihr habt Spaß bei der Folge, weil ihr wahrscheinlich noch nie so einen schlechten Manspieler gesehen habt. Hoffen wir trotzdem, dass es bei der nächsten Folge besser wird. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut vorbei auf unserem Channel BellyButtonTV. Guckt euch die anderen Videos an oder die anderen Videos meiner Serie hier mit Man. Und ja, vielleicht kann ich das schon mal ankündigen. Vielleicht gibt es Sonntag ein Livestreamchen. Mal kicken, wie das so funktioniert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß on Thanksgiving. Mit den Thanksgiving Games und noch eine schöne Restwoche. Haut rein!